Ja, das Thema des heutigen Abends bedingt die Entstehung mit einem Lächeln. Aber vielleicht ist es sogar mehr als ein Lächeln. Vielleicht kommt noch ein leicht verschmitztes Grinsen von mir dazu, wenn ich mir vorstelle, dass ihr jetzt vielleicht, oder einige erwarten, dass ich was über 12 Glieder der Entstehungskette erzähle oder so, habe ich nämlich gar nicht vor. Als ich ein Kind war, war ich sehr christlich veranlagt und Jesus ist mir auf zweifache Weise begegnet. Das eine war so der Sozialrevolutionär, so die Auflehnung gegen das Establishment zu einer Zeit, als ich noch meiner Mutter zugerufen habe, du Mama, guck mal, da ein Beatle, wenn irgendwie ein Mann mit langen Haaren irgendwie auf der anderen Straßenseite war. Und dann der Slogan, auch Jesus hatte lange Haare oder schon Jesus hatte lange Haare. Und dann das Rockmusical Jesus Christ Superstar mit Ian Gillan in der Hauptrolle. Das hat mich sehr angesprochen. Der andere Jesus, der hing in der Wehrkirche in Katzwang, wo ich als Kind zum Gottesdienst öfter hingegangen bin. Und es war, ist also ein Kirchenschatz, ein echtes Kruzifix lebensgroß. So hing da so über uns die Adern hervorgequollen, die Hände um die Nägel gekrallt, diese klaffende Wunde von dem Speerstich, das Blut von der Dornenkrone, was über das Gesicht lief. Das ist mir noch in bleibender Erinnerung geblieben. Und halt so diese Botschaft, die da irgendwie so mitschwang. Schau mal, wie Jesus leiden muss. Wegen dir, wegen deiner Sünden und so. Und das, ja, war mal in Indonesien bei den Toba Bataks. Die sind von den Holländern missioniert worden, also sind Christen. Und ich konnte damals einigermaßen Indonesisch und habe dann einen Katechismus gelesen, da waren auch Bilder drin. Und bei den Toba Bataks ist Jesus nicht am Kreuz gestorben. Also für die Asiaten ist das völlig undenkbar, ein Hinrichtungsinstrument als religiöses Symbol zu nehmen. Da ist Jesus auch für die Sünden der Welt gestorben, aber an so einer Art Marterpfahl. Das erste Mal, dass ich einen Buddha gesehen habe, das war im Religionsunterricht. Wir hatten da einen ganz progressiven Lehrer, der auch was wieder zu dem Sozialrevolutionär gepasst hat. Er hat uns was über Camilo Torres erzählt und so. Und dann waren halt so ein paar Pflichtstunden über andere Religionen, Hinduismus. Da haben wir dann so gelacht über die Hindus mit ihren vielen Göttern und blau sind die und so kitschig und so. Und dann den Kopf geschüttelt über die Muslims, wie schlecht die ihre Frauen behandeln. Und dann kam der Buddhismus dran und dann haben wir auch wieder alle gelacht, weil nämlich die Buddhisten, die wollen nämlich gar nicht in den Himmel. Die Buddhisten wollen ins Nirvana. Und Nirvana, das ist so nichts, das ist so die Auslöschung, das ist so der gähnende Abgrund, so irgendwie kam das rüber. Ich meine, das war jetzt keine böse Absicht, der Lehrer konnte es halt, hat es halt nicht besser verstanden und dass natürlich das Christentum am besten rauskommen muss am Schluss, ist klar, das war ja sein Job. Genauso wie bei uns halt der Buddhismus immer am besten rauskommt. Einer hat nicht gelacht in der Klasse. Ich nehme an, das sind irgendwelche Prägungen aus früheren Leben. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Buddhismus, so eine große, weit verbreitete Religion und die wollen so die Selbstvernichtung, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber was mich irgendwie total tief berührt hat, war das Bild in dem Buch dazu, in dem Religionsbuch über andere Religionen. Und da war diese Buddha-Statue. Ich weiß heute noch, wie die aussah. Das war eine aus Sukhothai. Und das war so was ganz anderes als dieser hängende Christus da in der Wehrkirche in Katzwang. Das war diese in sich ruhende Gestalt, diese Friedlichkeit, Frieden ausstrahlende Gestalt. Und zwei Dinge, die jede gute Buddha-Statue hat, ist das halbe Lächeln und der halbe Blick, dieser gesenkte Blick. Die Augen sind nicht ganz zu. Und die Augen sind aber auch nicht, schauen auch nicht in die Welt hinaus. Und das ist eben dieses Lächeln, kein breites Lachen und auch nicht kein verkniffenes Gesicht, sondern so dazwischen irgendwie. Das hat mich sehr angesprochen. Später habe ich dann, also viele Jahre später, dann in einem Buch von Dr. Suzuki gelesen,
dass so auch so Archetypen sind. Also der hängende Jesus ist so diese senkrechte Linie, das labile Gleichgewicht. Also ein Kreuz kann ja nicht von alleine stehen. Das muss ja mal hängen oder eben in die Erde eingegraben sein. Das ist so das Symbol für Dualismus, für das Hier und Dort, für das Ich und die Welt. Und der Buddha ist dieses Dreieck, diese Dreiecksfigur, die so ein stabiles Gleichgewicht ist. Oder dann noch mehr abstrahiert ein Kreis wird, das Symbol für Ichlosigkeit, Leerheit oder so. Davon hatte ich aber damals natürlich keine Ahnung. Ja, was sieht der Buddha mit seinen gesenkten Augen, mit diesem halben Blick, mit diesem halben Blick? Da will ich was aus den Lehrreden zitieren. Das ist die edle Suche, M26. Dieses Dhamma, das ich erlangt habe, berichtet da der Buddha nach seinem Erwachen, ist tiefgründig, schwer zu sehen und schwer zu verstehen, friedvoll und erhaben, durch bloßes Nachdenken nicht zu erlangen, subtil von den Weisen zu erfahren. Aber diese Generation ergötzt sich am Verlangen, begeistert sich für das Verlangen, erfreut sich am Verlangen. Es ist schwer für so eine Generation, diese Wahrheit zu erkennen, nämlich die spezielle Bedingtheit, die bedingte Entstehung. Und es ist schwer, diese Wahrheit zu erkennen, nämlich die Stillung aller Gestaltungen, das Aufgeben aller Vereinnahmung, die Vernichtung des Begehrens, die Lossagung, das Aufhören, Nibbana. Vor 3 Wochen in diesem Sutta-Vortrag haben wir schon mal kurz gestreift, wie dieses Dhamma, was der Buddha gesehen hat und sieht, beschaffen ist. Und wir haben es vorhin erst wieder gechantet. Santitiko, sichtbar hier und jetzt. Also es ist nicht irgendwie etwas, was jenseits liegt, also was nicht in dem, was um uns herum erkennbar ist. Wir müssen irgendwo anders hingehen, wir müssen keinen anderen Ort aufsuchen. Und Akaliko, es ist zeitlos, das heißt, es ist kein Prozess, den wir da betrachten, sondern es ist mehr eine Struktur. Es geht nicht um das Was unseres Erlebens, sondern es geht mehr um das Wie wir erleben. Und dann eben diese bestimmte spezielle Bedingtheit, die das Dhamma charakterisiert. Zu dem sichtbar hier und jetzt, also als ich neu mich mit der Buddha-Lehre beschäftigt habe, vor etwas über 20 Jahren, und dann war ich in Dharamsala und habe dann andere Westler kennengelernt und alle, jeder wusste Bescheid und wir haben dann über Leerheit und so weiter diskutiert und ich dachte, naja, so die Sichtweise eines Buddha, das ist wahrscheinlich so, der sieht alles irgendwie so in Pixel aufgelöst oder dass dann sich alles weiß wird oder alles dunkel wird oder so, wenn der Leerheit sieht oder so. Also da die wildesten Vorstellungen, aber wie gesagt, Santitiko, hier, sichtbar hier und jetzt. Aber was ist so speziell an dieser Bedingtheit, dass eins vom anderen abhängig ist? Also es gibt so einen buddhistischen Lehrer, der auch Dichter ist, der sagt, kannst du die Sonne in diesem Blatt Papier sehen? Und was er damit meint, ist eben, ohne Sonne keine Bäume, ohne Bäume kein Papier. Das ist aber allgemeine Bedingtheit, das ist nicht die spezielle Bedingtheit, die der Buddha da entdeckt hat. Auch wird oft sich vorgestellt, dass so dieses, wir sind alle miteinander verbunden, dass das so die Essenz von Paticca-Samuppada, von der bedingten Entstehung sei, weil das ist ja die Essenz der Buddha-Lehre, könnte man fast sagen. Er sagt ja selber hier eben diese bedingte Entstehung, die spezielle Bedingtheit, ist das, was er entdeckt hat, als die Essenz seiner Entdeckung. Und manchmal wird es so verstanden, dass wir eben alle miteinander verbunden sind, alle Wesen, und von daher lieb zueinander sein sollen. Das ist auch richtig. Wir sind alle miteinander verbunden und wir sollen alle gut miteinander umgehen. Aber das ist nicht das, was der Buddha hier mit dieser speziellen Bedingtheit gemeint hat. Denn Paticca-Samuppada, das bedingte Entstehen, was sich auf all unser Erleben erstreckt. Der Buddha hat gesagt, dieses Dhamma ist für denjenigen, der erlebt, für denjenigen, der fühlt. Also es geht um die Sphäre des Erlebens, in der findet ein Problem statt, nämlich Leiden.
Und damit hat sich der Buddha beschäftigt, mit dem Ausweg aus dem Leiden. Und er hat gesagt, all dieses Erleben ist Leiden und es ist bedingt entstanden als Leiden. Das heißt also, Paticca-Samuppada könnte man auch als die Ursache von Leiden betrachten oder bezeichnen. Das heißt nicht nur, man könnte es, der Buddha selbst tut es in einer Lehrrede im Anguttara Nikaya, wo er sagt, Paticca-Samuppada, bedingtes Entstehen, ist die zweite edle Wahrheit, ist die Ursache von Leiden, eben in etwas mehr Detail ausgedrückt. Diese Ursache von Leiden, wo kommt das Leiden her? Wenn das draußen in der Welt zu finden wäre, dann wäre die Buddha-Statue nicht so mit halb gesenktem Blick. Dann hätte die Buddha-Statue die Augen weit offen und würde in die Welt hinausschauen. Dort ist die Ursache, da ist das Problem zu finden. Es gibt in Indien manchmal Figuren, so sitzende Statuen von einem, ja, so eine Figur im Lotussitz, die mit weit geöffneten Augen in die Welt hinausschaut. Das ist allerdings kein Buddha. Das ist eine Darstellung von Mahavira, von dem Gründer der Jain-Religion. Der wird so dargestellt mit den Augen weit offen. Das Problem draußen zu suchen, das hoffe ich in diesem Vortrag ein bisschen klar zu machen. Da draußen lässt es sich nicht lösen. Aber ich möchte euch in dem Zusammenhang eine kleine Anekdote erzählen von einem vorlauten Anagarika, den ich in Malaysia getroffen habe, als ich mit Ajahn Tiradamo, einem kanadischen Mönch, der über 30 Jahre schon Mönch ist, den begleiten durfte. Und er hat einen Vortrag gehalten in einem Kloster in Malaysia und hat ganz so vom Herzen gesprochen, ganz aufrichtig, ganz authentisch gesprochen von seinen Problemen, von irgendwelchen Aversionen, die hochkamen in einem Meditationsretreat und wie er dann eben 3 Tage gebraucht hat, um also einmal zu lokalisieren und zu sehen, dass er sich damit selber Probleme macht und die loszulassen. Und hinterher hat dann so ein Anagarika etwas vorwitzig und vorlaut gefragt, ja, warum hast du das nicht einfach als Cetasika, als Geistesfaktor da vor dir gesehen und das ist doch alles Anatta und das wissen wir doch und dann muss doch das kein Problem sein, das loszulassen. Und Ajahn Tiradamo hat dann nur gesagt, wenn du das kannst, wo lag der Fehler? In dem Moment, wo ich meinen Geist oder den Geist im Allgemeinen oder was auch immer, das Erleben so vor mir ausbreite als Objekt, wird es schon wieder zur Welt. Da ist derjenige, der betroffen ist, nämlich derjenige, der leidet, derjenige, der die Aversionen hat, der steht außen vor, der hat einen Abstand davon. Wenn ich das so vor mir ausbreite, so nach wissenschaftlicher Manier, so wie ein Wissenschaftler, der im Labor auch nichts zu tun hat, was mit den Dingen, die im Reagenzglas vor sich gehen. Leiden ist ein subjektives Problem, kein objektives Problem. Manchmal, ich habe noch mal einen Vortrag gehört von einem anderen Lehrer, Ajahn Yanadamo, den ich auch, also seine Vorträge sehr gerne höre. Da habe ich mal in einem Vortrag gehört, wo er gesagt hat, ja, Leiden, das ist, weil wir eben in der Runde von Wiedergeburt eben geboren worden sind. Und damit hat er sozusagen seine Pflicht nach dem Katechismus erledigt. Und dann hat er aber wieder in die Authentizität des Praktizierenden gleich zurückgeschaltet und gesagt, ja, aber eigentlich leiden wir, weil wir nach diesem Erleben greifen. Also da hat er diese Subjektivität wieder hergestellt. Ja, wenn ich sage, wir leiden, weil wir geboren sind, dann ist Leiden objektiv. Dann kann ich sagen, du leidest, weil ich weiß, du bist geboren worden. Du leidest, weil du geboren wurdest. Ihr alle leidet, weil ihr geboren wurdet. Aber ich kann euer Leiden nicht spüren. Ich kann vielleicht darüber nachdenken, ich kann es mir vorstellen, aber es kann nur jeder selber sein eigenes Leiden empfinden. Es ist wirklich ein privates, subjektives Problem. Warum besteht denn überhaupt diese Tendenz, Leiden draußen betrachten zu wollen? Warum besteht die Tendenz, das objektiv sehen zu wollen oder erleben objektiv sehen zu wollen? Es ist immer so die Suche nach einer endgültigen Antwort da draußen, die sich mit dem, wie ein Spiegel, die so sich in Einklang bringen lässt mit unserem, wie wir uns selbst empfinden, nämlich als immer ich, als ewig, als unvergänglich.
Ich bin immer ich. Und das, da versuchen wir irgendwie einen Beweis dafür da draußen zu finden. Aber dieser Beweis, der lässt sich nicht finden, auch wenn es noch so viele Strategien gibt. Und die Religionen, die dann sagen, wir haben einen ewigen Gott, der mich immer anschaut, oder wir haben eine letztendliche höchste Wahrheit, oder nennen wir es Leerheit, oder sonst irgendwie solche vollmundigen Konzepte, die dazu dienen sollen, eine Antwort drauf zu geben, was wir sind. Eine andere Lehrrede, die ich demnächst mal ein bisschen genauer untersuchen möchte, wenn es darum unter dem Thema Worte weiser Nonnen, von der ehrwürdigen Damadina, die wurde gefragt von ihrem ehemaligen Ehemann, was Persönlichkeit ist. Und Persönlichkeit wird manchmal definiert als die 5 Khandas, aber das ist noch nicht ganz genau, weil die 5 Khandas, 5 Erlebensaspekte, an denen angehaftet wird, ist die Persönlichkeit. Das heißt, das Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein, das sind die Dinge, die in jedem Erleben vorhanden sind, aber dass wir als mein Erleben betrachten, also dieses Anhaften. Und dann fragt der ehemalige Ehemann, die Nonne Damadina, ob dieses Anhaften außerhalb der 5 Khandas, außerhalb des Erlebens ist, oder ob das dasselbe ist wie das Erleben. Da sagt sie weder noch, es ist im Erleben enthalten. Und es kann auch nicht anders sein. Denn in dem Moment, wo ich sage, es ist außerhalb, dann habe ich wieder für dieses Ich ein Plätzchen reserviert, was nicht zugänglich ist. Von dem aus ich mich auf mein Erleben draufstürze. Von dem aus ich das zu meinem Erleben mache. Aber dieses Anhaften, dieses Meinmachen ist natürlich Teil des Erlebens. Und damit wird es dann langsam schwierig, weil ich dann keine Warte habe, von der aus ich das dann sozusagen von außen betrachten kann. Also, das ist der Grund, warum der Buddha die Augen nicht auf hat, weil er eben die Lösung nicht da draußen irgendwo finden kann. Aber der Buddha hat die Augen auch nicht geschlossen. Das wäre das andere Extrem. Zu sagen, die Welt da draußen ist alles nur Illusion, die existiert gar nicht wirklich. Und das Einzige, was wirklich existiert, das ist mein Selbst, so wie es im Vedanta der Fall ist und was man auch in Buddhisten manchmal unterjubeln will, dass so die Welt gar nicht wirklich existiert, sondern dass das einzig Wahre ist so dieses Selbst, dieses von den bewegten Dingen nicht bewegte Innerste von uns, die Seele sozusagen. Der Buddha hat nie gesagt, dass das Ich eine Illusion ist. Er hat nie gesagt, das Ich gibt's gar nicht. Er hat nur gesagt, es ist bedingt entstanden. Und so fühlt es sich aber nicht an für uns. Es fühlt sich an, als ob es unabhängig ist von Bedingungen. Also der halbe Blick des Buddha, der deutet darauf hin, dass die Lösung des Problems Leiden, die er ja entdeckt hat, diese spezifische, bestimmte Bedingtheit, dieser bestimmte Bedingungszusammenhang, nichts mit der Welt zu tun hat und nichts mit dem Erlebenden, mit dem Selbst, mit dem Ich zu tun hat, sondern dass das in einer Beziehung zwischen beiden steckt. Das ist diese bestimmte, spezielle Beziehung, der Zusammenhang. So, jetzt aber zu dem halben Lächeln. Warum lächelt der Buddha nur halb? Das Dilemma, was er durchschaut hat, nämlich das Dilemma, ich bin, aber was bin ich? Ich spüre ganz deutlich, dass ich etwas bin, aber wenn ich wo drauf deute, was sich deckt, womit ich dieses als ewig, als ständig da empfundene Ich identifizieren kann, dann finde ich immer nichts. Also dann wird es ja immer zu der Welt. Wenn ich sage, okay, das bin ich. In dem Moment, wo ich so mache, habe ich auf etwas gedeutet. Und wenn ich auf etwas deute, dann ist das ja schon die Welt. Es ist meine erlebte Welt. Und der Erlebende ist aber dann hier. Das heißt, nee, er ist nicht hier, er ist da. Also es rutscht dann immer einen Schritt weiter zurück. Je nachdem, was ich betrachte, der Betrachter schreitet immer einen Schritt weiter zurück. Und diese Suche nach etwas, was ich dann nun bin, ob wir jetzt philosophisch veranlagt sind, so wie ich, und darüber rede oder nicht, diese Suche führen wir alle durch. Und diese Suche ist genau eben das Leiden.
weil sie kein Ende finden kann. Wir suchen nach einem Rastpunkt, nach einem endlichen, endlich angekommen, endlich, das bin ich. Und schon das Wort Suche ist ein Widerspruch mit dem Ziel, nämlich keine Suche. Und das ist in gewisser Weise tragisch. Deswegen lacht der Buddha nicht, kein breites Grinsen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen komisch, dass wir ausgerechnet die vergänglichsten Dinge um uns herum benutzen, um diese Lücke zu füllen und zu sagen, das bin ich. Benutzen wir also Dinge, die absolut vergänglich sind. Ich habe mal von Sartre ein Zitat gelesen, der hat gesagt, der Wunsch nach Ewigkeit ist eigentlich nicht der Wunsch nach unendlicher Dauer, sondern der ist der Wunsch nach Ende der Suche, nach einem Angekommensein. Der Wunsch, endlich den Platz gefunden zu haben. Nicht unbedingt, dass etwas ewig dauert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Münchner im Himmel kennt, diesen Schwank. Ja. Frohlocken und Hosianna singen, das ist ja eigentlich der Inbegriff des Glücks. Bloß wie in diesem Schwank sehr deutlich zum Vorschein kam. Also von früh bis Abend und auf Ewigkeit Frohlocken und Hosianna singen, ist der Horror, der reinste Horror. Und dann war natürlich dieser Dienstmann auch dementsprechend grantig und durfte dann wieder runter ins Hofbräuhaus. Weil nämlich kein Ruhepunkt dort war, in diesem Frohlocken und Hosianna singen. Ich will euch mal ein Beispiel geben für das Komische, dass man eben versucht, diese Lücke zu finden mit Dingen, die sehr vergänglich sind. Also ich hatte mal einen Mercedes, als ich noch kein Mönch war. Ich hatte viele Autos, weil ich mir nie ein vernünftiges leisten konnte und die halt dementsprechend nicht so lange gehalten haben. Und dann habe ich eben einmal einen Mercedes bekommen und das war wirklich das beste Auto, was ich je hatte. Und dieses Auto hat mich dann zum Mercedes-Fahrer gemacht. Und dann hat meine Freundin irgendwann mal im Winter im Glatteis über den Graben rüber in den Acker gesetzt. Das tat richtig weh. Ich war gar nicht dabei, aber das tat richtig weh. Nicht das Auto, das hat keine Beulen gekriegt, sondern der Mercedes-Fahrer hat Beulen gekriegt. Ich habe darunter gelitten. Ich habe dann auch immer so geparkt, dass keiner irgendwie Kratzer an meine Tür machen kann, ne? Wenn man da so nebeneinander parkt, weil dann der Mercedes-Fahrer einen Kratzer abkriegt. Ja, aber warum ist jetzt diese Bedingtheit, dass eben der Mercedes den Mercedes-Fahrer macht, warum ist das eine spezielle? Was ist so speziell daran? Was unterscheidet die von der Sonne in dem Blatt Papier? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und möchte etwas über die Struktur unseres Erlebens erzählen. Unser Erleben ist nicht linear und eindimensional, wie es manchmal manche buddhistische Erklärungsmodelle sprechen von Geistmomenten, die so wie auf einer Perlenschnur aneinandergereiht sind und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dann fragt man sich, wie man überhaupt etwas wissen kann, wenn wirklich jedes einzelne Teil des Erlebens mit dem anderen nichts zu tun hat. Und dann kommen wir da innen drin, finden wir dann die Schnur, das ist Bhavanga, das hatten wir neulich in dem Fragen- und Antwortstündchen. Und dann kommt aber wieder dieses Atman, dieses etwas, was sich nicht verändert, durch die Hintertür rein, weil die Schnur, die geht durch alle Perlen durch. Also mit einem solchen Modell kommen wir nicht recht weiter. Der Jochen hat neulich gesagt, das fand ich ganz gut, dass eine Welle zwei Aspekte hat. Eine Welle in einem Wildbach jetzt meinetwegen. Das Wasser, was sich hindurch bewegt, aber die Welle selbst, die steht. Also von einer höheren Betrachtungsweise ist keine Bewegung da und von einer tieferen also feineren, ins Detail gehenden Betrachtungsweise ist eine Bewegung da. Und so ist es tatsächlich. Unser Erleben ist vielschichtig auf verschiedenen Ebenen der Verallgemeinerung. Und manchmal kommen Leute und sagen, sie können in der Natur beobachten, wie das Dasein ist. Sie sitzen am Fluss, schauen in den Fluss und sagen, alles ist im Fluss. Und wenn da jetzt ein Zen-Meister vorbeikäme, also ich habe jetzt so Zen-Gedichte gelesen, die waren dann nicht so sanftmütig wie wir Mönche hier, also wir dürften das gar nicht, also der würde den am Kragen packen und in den Fluss schmeißen und sagen, so jetzt bist du auch im Fluss. Also zu sagen, am Ufer eines Flusses zu sitzen und zu sagen, alles ist im Fluss, ist einfach schlecht beobachtet. Ist mir sehr bewusst geworden, als ich im April war ich in Neuseeland, waren wir in der Wildnis bei einem anderen Mönchskollegen und wir waren dann weit auseinander
an einem Fluss, haben wir gecampt und da habe ich in den Fluss geschaut, der Waikaya River. Glasklar, wie eine Glasscheibe vorbei und da kam ein Buchenblatt auf dem Fluss vorbei geschwommen. Und man hat nicht gesehen, dass das sich bewegt hat. Also jetzt mal Bewegung als Metapher oder als Bild für Veränderung. Man hat nicht gesehen, dass da eine Veränderung stattfand, weil das Wasser so ruhig war und dieses Buchenblatt mit dem Wasser sich bewegt hat. Dann habe ich mir gedacht, welche Chance hätte dieses Buchenblatt zu wissen, dass es sich bewegt, dass es sich verändert? Und dann konnte man durch dieses klare Wasser sehen, den Schatten, den das Buchenblatt auf den Grund des Flusses geworfen hat, die Kiesel. Und da hat man dann gesehen, wie der schwarze Flecken dann über die Kiesel drüber gegangen ist. Und man hat also die Veränderung nur deswegen gesehen, weil etwas da war, was sich nicht mitbewegt hat, nämlich der Grund des Flusses. Und ich habe die Veränderung nur gesehen, weil ich am Ufer des Flusses saß und mich nicht mitbewegt habe. Wenn ich in dem gleichen Fluss mitgeschwommen wäre, hätte ich überhaupt keine Bewegung feststellen können. Also man kann Veränderung nur feststellen, wenn gleichzeitig etwas sich nicht verändert. Das möchte ich nochmal in einem anderen Beispiel demonstrieren. Zum Glück haben wir hier auch Buchen. Man muss also nicht nach Neuseeland fahren, um Buchenblätter zu finden. Habe ja also ein Buchenblatt mitgebracht. Ein grünes Buchenblatt. Und jetzt nehmen wir mal an, dieses Buchenblatt verschwindet aus meiner Hand und plötzlich ist dieses Buchenblatt da. Dann würdet ihr sagen, das Buchenblatt hat sich verändert. Das ist von einem grünen Buchenblatt hat sich in ein gelbes Buchenblatt verwandelt. Aber um das sagen zu können, muss etwas vorhanden sein, was sich nicht verändert hat, nämlich das Buchenblatt, die Form. Wenn sich die Form auch verändert hätte, könnte ich nicht sagen, das Buchenblatt hat sich verändert. Wenn sich alles verändern würde, wenn sich alles in Wabern auflösen würde, würde eigentlich gar keine Veränderung stattfinden. Sondern etwas bleibt gleich und etwas hat sich verändert. Jetzt hat sich's wieder verändert in ein braunes Buchenblatt. Wieder ist die Form gleich geblieben und jetzt sehen wir dann aber schon langsam, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir nicht mehr von einem Buchenblatt sprechen können, wenn es nämlich hier auseinanderfällt. Und dann ist irgendwann das Buchenblatt vorbei, aber der Buchenbaum steht noch. Was zwischen diesen der Grünheit und der Form des Blattes unterschiedlich ist, die Form ist allgemeiner als die Farbe des Blattes. Und das Allgemeine verändert sich nicht so schnell wie das Spezielle. Das Spezielle verändert sich schneller. Und das Allgemeine ist die Bedingung für das Spezielle. Diese drei Zusammenhänge. Zum Beispiel, ich bin ein deutscher Mönch. Das ist ein spezieller Fall von A, Deutscher und von B, Mönch, Mitglied des Bhikkhu-Ordens. Der Bhikkhu-Orden und das deutsche Volk sind allgemein. Die sind die Bedingungen für mich. Wenn es das deutsche Volk nicht gäbe, könnte es keinen deutschen Mönch geben. Wenn es Bhikkhus nicht gäbe, den Orden nicht gäbe, könnte es mich auch nicht als Mönch geben. Umgekehrt ist es nicht so. Wenn ich sterbe, kratzt das deutsche Volk recht wenig. Der Bhikkhu-Orden ist auch weiterhin da. Ich möchte noch eine andere Lehrrede kurz zitieren. Die hier habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber das kann ich auswendig. Das ist so ein Koan, den der Buddha zweimal, dreimal kommt er in den Schriften vor, von anderen Praktizierenden. Wenn es nicht wäre, wäre es nicht mein. Was geworden ist, das überwinde ich, so ähnlich in der Form. Da waren also Leute, die gesehen haben, dass Besitz ein Problem ist. Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, naja, mein Haus, Halsleben, meine Frau, das ist alles Problem. Wenn es das nicht gäbe, wäre es nicht meine, wäre es kein Problem. Also verlasse ich das Haus. Sind dann in die Wildnis hinausgezogen, als Asketen, als Samana, als Suchende. Naja, dann Roben, so wie wir, ja, auch alles nur eine Last. Wenn es das nicht gäbe, wäre es nicht mein. Weg damit, ist halt nackt rumgelaufen oder vielleicht mit einem Blendenschutz. Nahrung, auch alles eine Belastung, alles Eigentum, das deutet immer auf den Eigentümer hin. Weg damit, haben sie das Fasten angefangen. Und dann natürlich Sinneseindrücke, alles mein, alles mein Problem. Das Ich ist ein Problem und wenn ich meinen Besitz weggebe, die Sinneseindrücke in der ersten Vertiefung, in der Meditation, in die Vertiefung gehen, in die Jhanas und so weiter, dann kommen das Eigentum immer mehr
wegdrängen, bis hin zu den höchsten, subtilsten Bereichen. Und dann hat aber der Buddha gesagt, ja, das Problem ist eigentlich nicht der Besitz, sondern der Besitz, dieses Meinmachen ist das Problem. Diese Gier nach etwas. Es gibt da verschiedene Level. Es gibt den ethisch unheilsame Gier, etwas haben wollen, was einem anderen gehört, die Habgier. Und es gibt die Gier, das einfach verlängern wollen von angenehmen Sinneseindrücken und nicht haben wollen von unangenehmen Sinneseindrücken. Und dann aber das Begehren auf subtilster, auf fundamentalster Ebene ist der Wunsch, überhaupt etwas zu erleben, überhaupt etwas zu haben, mit dem ich mich identifizieren kann. Und im Erleben eines unerwachten Menschen ist eben das Allgemeinste, kommen wir jetzt hier wieder drauf zurück, ne? Das Allgemeinste von allem Erleben ist das Ich. Das Buchenblatt ist vom, die Form des Buchenblatts ist vom Standpunkt der Farbe aus ewig, ist Gott. Das Gelb kann nie das Ende vom Buchenblatt erleben. Das Grün kann nie das Ende vom Buchenblatt erleben. Das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Nicht so, sondern es sind unterschiedliche Betrachtungsebenen. Und in unserem Erleben ist es genauso, ja, da schaue ich mir ein Foto an, wie ich 5 Jahre alt war, das ist das grüne Buchenblatt. Da schaue ich mir ein Foto an, wo ich 20 Jahre alt war, das gelbe Buchenblatt. Da schaue ich mir ein Foto an, ja, vom letzten Jahr. Ja, aber es bin immer ich. Das ist das Buchenblatt. Ich bin das Buchenblatt für die Farbe. Das ist dieses Allgemeinste in dem Erleben. Das bin ich. Jetzt sehen wir aber, habe ich ja gesagt, dass das Allgemeine immer die Bedingung für das Spezielle ist. Also, dass ich als der Besitzer meines Erlebens die Bedingung für mein Erleben bin. Und vorhin habe ich aber gesagt, umgekehrt, der Mercedes hat mich als Mercedes-Fahrer gemacht. Genau das ist das Problem. Und das ist genau der Grund, warum das der Buddha eine spezielle Bedingtheit genannt hat. Weil die sich in unserem Erleben anders darstellt, als sie eigentlich ist. Wenn wir jetzt mal den Erlebenden mit Vinyana, mit Bewusstsein, jetzt komme ich doch mal ein bisschen, streife ich doch mal ein bisschen die 12 Glieder, gleichsetze der Nama Rupa die erlebte Welt bedingt, finden wir aber in den Lehrreden auch genau das Umgekehrte, dass die bedingte Welt den Erlebenden bedingt. Das ist ein Wechselzusammenhang. Eine der Lehraussagen, Sabbe Sankhara Anicca, die wir beim Morgenchanting chanten, wird oft so verstanden, alle konditionierten, alle bedingten Dinge sind vergänglich. Das, also wenn das die Essenz der Buddha-Lehre wäre, da hätte man wirklich keinen Buddha dafür gebraucht, weil das weiß jeder, dass Dinge, die zusammengesetzt sind, vergänglich sein müssen. Ja. Jeder Suffkopf weiß, dass wenn der Rausch vorbei ist, tut der Schädel weh. Aber umgekehrt zu sehen, dass all diese vergänglichen Dinge um uns herum in der Welt eigentlich die Bedingung sind für den Erlebenden, der die Welt erlebt, seine Welt erlebt. Obwohl er allgemein sich anfühlt, obwohl er sich ewig anfühlt, obwohl er sich unabhängig anfühlt. Das ist eben das Tiefe in der Dhamma-Lehre, wo der Buddha gesagt hat, dass es diese Generation hat eigentlich fast keine Chance, das zu sehen. Deswegen wollte der Buddha nach seinem Erwachen auch nicht gleich anfangen zu lehren. Hat sich dann erst nach einer gewissen Zeit überlegt, dass das Leute gibt, die das verstehen können. Ja, und warum ist das so schwer zu sehen? Dass Vinyana von Sankharas, von Bedingungen abhängig ist, von vergänglichen Bedingungen. Und jetzt streifen wir nochmal die 12 Glieder. Sankhara Paccaya Vinyana ist natürlich abhängig von Avijja Paccaya Sankhara, Unwissenheit, weil wir eine Blindheit in unserem Erleben haben. Deswegen können wir das nicht sehen. Und diese Unwissenheit ist kein Mangel von Informationen. Wenn es das wäre, dann müssten wir einfach nur die Bücher lesen und dann könnten wir diese Lücke füllen. Aber Avijja, diese Unwissenheit, die uns dazu bringt, dass wir denken, wir sind die Erschaffer unserer Welt, ist eine Blindheit.
eine Struktur, habe ich eingangs gesagt, Struktur des Erlebens. Es geht um das Wie, es geht nicht um das, was ich erlebe. Das Was ist die zeitliche Achse, aber das Wie ich erlebe, das ist die senkrechte Achse. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mal eine Sonnenbrille mitgebracht. Also Unwissenheit als Struktur ist genauso wie, wenn ich alles durch eine Sonnenbrille sehe. Egal was, alles ist durch diese Sonnenbrille gefärbt. Das ist die Struktur, das Zeitlose daran. Jetzt mit dieser Sonnenbrille ist das kein Problem, aber die Sonnenbrille des Unwissens ist ja letztendlich die Ursache für unser Leiden. Und jetzt sagt der Buddha uns, ihr habt alle eine Sonnenbrille auf und die Sonnenbrille des Unwissens und ihr müsst die abnehmen. Aber nachdem die uns so nah ist, können wir die Sonnenbrille nicht sehen und können dann halt auf verschiedene Art darauf reagieren. Wir wissen, dass wir leiden. Wir wissen, da gibt es irgendwie einen Mangel. Dieses Ich-Erleben, was sich mit nichts identifizieren lässt. Selbst wenn ich mir überhaupt keine Gedanken darüber mache. Ich muss ja ständig irgendwas tun, um meine Welt in Ordnung zu halten, um meine Rolle zu bestätigen, die ich in dieser Welt annehme. Und alles, was meine Rolle beeinträchtigt, alles, was diese Rolle aus dem Gleichgewicht bringt, ist Leiden für mich. In der gröberen oder nicht zu groben Form, je nachdem. Also, der Buddha sagt, du hast eine Sonnenbrille auf, nimm sie ab. Und ich sage, ja, wenn ich eine Sonnenbrille auf habe, dann ist das eine Emanation der großen Sonnenbrille, der absoluten Sonnenbrille. Und eines Tages wird meine kleine Sonnenbrille mit dieser großen Sonnenbrille, der absoluten Sonnenbrille wieder eins werden. Und dann ist das Problem meiner kleinen Sonnenbrille gelöst. Also das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das Problem, der Buddha sagt, du hast eine Sonnenbrille auf, setz sie ab. Zu sagen, ja, schon wahr, also mein Leben, meine Welt ist ein bisschen dunkel. Und da habe ich aber im Internet, im Esoterik-Versand, habe ich da eine Buddha-Lampe gefunden und die habe ich mir dann bestellt mit LED. Ja, tatsächlich, meine Welt ist etwas heller geworden. Aber die Batterie ist auch irgendwann mal leer. Das sind jetzt natürlich noch nicht die buddhistischen Methoden gewesen. Ne? Es gibt aber dann die buddhistische Methode zu sagen, bevor ich mich dran machen kann, die Sonnenbrille abzusetzen, muss ich erstmal das Thema der Sonnenbrillen gründlich studiert haben. Da gibt es 7 Bücher über Sonnenbrillen. Und da steht dann drin, welche Arten von Sonnenbrillen es gibt. Also mit Plastikgestell, mit Stahlgestell, mit Goldgestell, Horn. Dann gibt's mit Plastikgläsern und mit Glasgläsern, schwarz getönte, blaue, rosa sind sehr beliebt, die rosa Brillen. Und dann verschiedene Marken, es gibt also Uvex aus Fert und es gibt die Vuarnet aus Frankreich und es gibt die Ray-Ban aus Amerika, die kosten so um 50 Euro. Das ist auch eine Ray-Ban, die hat aber nur 5 gekostet und weil ich thailändisch kann, hat sie nur 4 gekostet. Und dann, wenn ich durch ein weißes Objekt durch eine rote Sonnenbrille sehe, wird es rot. Und wenn es ein gelbes Objekt ist, wird es orange. Und wenn es ein blaues Objekt ist, wird es schwarz. Wenn ich eine gelbe Sonnenbrille auf habe und ein rotes Objekt sehe, wird es orange. Ein blaues wird grün, ein gelbes bleibt gelb, ein weißes wird gelb. Und wenn ich eine grüne Sonnenbrille habe und so weiter und so weiter. Aber die Sonnenbrille ist immer noch da. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, das Studieren ist alles nichts, Praxis. Die Praxis ist das einzig Wahre. Was wir brauchen, ist Achtsamkeit, ganz, ganz viel Achtsamkeit. Achtsamkeit ist der einzige Weg. Und damit ich möglichst alles ganz achtsam sehe, mache ich jetzt nicht mehr so schnell so hin und her, sondern ganz langsam und bin ganz achtsam. Und dann schaue ich ganz genau hin, ganz nah, ganz detailliert. Aber es ist egal, wie langsam, wie genau ich hinschaue. Es ist alles immer noch durch die Sonnenbrille. Und es gibt wirklich nur eine einzige Möglichkeit, nämlich den Anweisungen des Buddha zu folgen. Und der sagt, ja, heb deine Hand und fass mal da in Richtung Ohr, da hast du den Bügel, den packst du an, dann ziehst du die Sonnenbrille runter. Dann hebe ich die Hand, fass zum Ohr. Ja, und hier kommt dann die Rolle eines Lehrers hin, der sagt, ja, nimm mal die rechte Hand. Ah ja, tatsächlich ein Bügel. Und dann, wenn ich die selbst nur einmal hochgehoben habe und die wieder runterfällt, dann weiß ich, dass ich eine Sonnenbrille auf habe. Wenn ich einmal kurz drunter oder drüber geschaut habe
Und dann irgendwann kann ich die Sonnenbrille abnehmen. Diese Sonnenbrille ist wie eine Selbsttäuschung. Das heißt, ich weiß nicht, dass ich mich täusche. Ich weiß nicht, dass die Welt gar nicht grau oder halt dunkel aussieht. Denn in dem Moment, wo ich weiß, dass ich mich täusche, täusche ich mich ja nicht mehr. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich der Meinung bin, Rauchen ist gesund, und ich weiß aber, das ist ein Irrtum, dann glaube ich es ja schon gar nicht mehr. Oder wenn ich weiß, denke, Rauchen ist gesund, und ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich es nicht weiß, dann ist die Täuschung auch schon aufgehoben. Genauso funktioniert das hier auch. Also ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Ich weiß nicht, dass ich mich täusche. Deswegen ist diese Struktur von Unwissenheit so stabil. Aber wenn sie auf irgendeiner Ebene unterbrochen wird, dann zerfällt sie und dann erscheint eben die klare Sicht. Aber nach dieser Selbsttäuschung ist halt wirklich umfasst unser ganzes Erleben. Das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir auch Hilfe von außen, von einem, der eben nicht mehr in dieser Selbsttäuschung drinsteckt. Das ist die Hilfe von Buddha Dhamma Sangha. Und das ist der Grund, warum die Zufluchtnahme, das Vertrauen notwendig ist, zu sagen, okay, ich glaube dem jetzt erstmal, dass ich eine Sonnenbrille auf habe und versuche, die abzunehmen. Dieses Vorschussvertrauen. Es ist nichts Neues, dass Menschen danach suchen, eine Antwort darauf zu finden, was bin ich. Und wissen, dass all diese Dinge, mit denen wir uns identifizieren, vergänglich sind. Descartes, klassische Antwort, ich denke, also bin ich. Der hat gewusst, Gedanken sind vergänglich. Aber weil der Erlebende sich allgemeiner anfühlt, dahinterstehend anfühlt, ewig anfühlt im Vergleich zu den vergänglichen Gedanken, hat er eben gesagt, okay, die Gedanken sind vergänglich, aber sie beweisen, dass es mich als den Erlebenden gibt. Es gibt einen von den Kirchenvätern, Augustinus, der hat in der Wüste gelebt und meditiert und der hat selbst nicht mal das mit dem Gedanken geglaubt. Der hat alles angezweifelt. Ja, wir können uns ja mit allem identifizieren. Meine Handlungen, meine Sinneseindrücke, meine Gedanken. Man von so groben Dingen wie mein Mercedes will ich ja da schon gar nicht mehr reden. Ne? Aber unser ganzes Erleben ist mein Erleben. Das deutet alles auf mich hin. Und dieser Augustinus hat es alles angezweifelt. Und seine Lösung war dann am Schluss, ich zweifle, also bin ich. Er konnte über den Zweifel nicht hinaus. Diese Unwissenheit zu beseitigen, hat ein englischer Mönch mal so schön formuliert, das kann man nicht rausziehen wie einen Nagel. Die Unwissenheit muss man rausschrauben. Das ist also ein Prozess, der in Windungen geht, der sich auf immer höhere Ebene wiederholt. Und diese Windungen bestehen aus dem achtfachen Pfad, die Bestandteile des achtfachen Pfads. Oder eben kurz zusammengefasst, Sila Samadhi Panya. Wie kann man denn sich da mal rauswinden? Wie kann man denn mit Ethik, Geistesschulung und Weisheit es schaffen, sich aus diesem Sumpf der Unwissenheit, aus diesem Sonnenbrillenerleben heraus zu schälen, wenn man alles durch diese Sonnenbrille sieht? Also auf einmal geht's nicht. Man muss versuchen, diese Struktur des Erlebens zu hinterfragen, aufzuweichen. Ethik ist schon mal die Anerkennung, dass andere Wesen mit uns zusammen sind. Das ist noch diese spezielle Bedingtheit der Verbundenheit mit anderen. Aber zu sehen, Leiden ist von Bedingungen abhängig. Andere leiden auch, auch wenn ich deren Leiden nicht sehen kann. Aber zumindest mal ein bisschen Abstand zu nehmen von der Tatsache des Leidens durch Ethik. Und dann natürlich Ethik als Voraussetzung, um überhaupt in unser eigenes Herz reinschauen zu können in der Meditation. Denn wenn ich ständig etwas tue, was ich lieber verstecken würde, dann besteht keine Möglichkeit, in der Meditation wirklich tief schauen zu können. Samadhi, die vertiefte Konzentration, wo der Geist zur Ruhe kommt, wo Gedanken aufhören, wo der Geist einspitzig wird, das ist im Prinzip der Wechsel einer Allgemeinheitsebene. Das Erleben im Samadhi ist allgemeiner. Die Gedanken sind unser Taktmesser, sind wie ein Metronom, die unser Zeitempfinden ausmachen. Im Samadhi ist das Zeitempfinden ein völlig anderes. Der verblüffende Effekt, dass sich das so zeitlos anfühlt,
man aber trotzdem am Schluss genau weiß, wie spät es ist. Nach ein paar Stunden weiß man genau auf die Minute, wie spät es ist. Also es ist irgendwie ein Zeiterleben da, aber es fühlt sich zeitlos an. Und dann eben dieser Übergang, dieses Zurückkehren in die Welt der Sinne, in die Welt der Gedanken, wenn dann wieder die Farbe des Blattes zurückkehrt. Das hier ist das Erleben im Samadhi, das sind die vielen Gedanken, das ist die Vielheit, das ist das Vereinende. Also Samadhi kann man in gewisser Weise als ein allgemeineres Erleben betrachten. Aber natürlich, Samadhi alleine ohne die richtige Ansicht, ohne Weisheit, ist auch noch nicht die Antwort, auch noch nicht die Lösung. Denn, wie ich sagte, dieses, und das wird ja auch von vielen Mystikern so gehandhabt, dieses Samadhi-Erleben ist dann der Kontakt mit dem wahren Selbst. Das ist dann das Unbedingte, das nicht von Bedingungen abhängige. Wie die Lehrer des Buddha, bevor er ein Buddha wurde, die hatten auch solche Thesen vertreten, dass ein Vertiefungserleben eben das wahre Selbst ist. Und der Buddha hat es dann zurückgewiesen. In den Suttas finden wir öfter so die Anmerkung, dass selbst in diesem absoluten Glückserleben der Vertiefung des Samadhi reflektiert oder anschließend reflektiert werden muss, dieses ist noch von Bedingungen abhängig. Auch dieses ist noch von Bedingungen abhängig, ist noch gestaltet. Und wir finden auch hin und wieder die Hinweise, dass das bewiesen werden kann, dadurch, dass man diesen Zustand übersteigt in den nächsthöheren Samadhi-Zustand. Das sind jetzt nur so ein paar Überlegungen, wie man diese Unwissenheit herausschreiben kann. Und dann natürlich die Weisheit, billige, schnell zur Hand Lösungen, wie Freiheit von Leiden zu erlangen ist, erstmal mit Vorsicht zu behandeln. Das Auge kann sich nämlich nie selbst sehen. Wenn wir in den Spiegel schauen, wir sehen nur ein Bild vom Auge. Aber wir machen das Auge, dieses Bild machen wir zu dem, der hinter dem Auge sitzt. Die Ursache und der Erlebende des Leidens ist eins. So, das waren ein paar Überlegungen zu der speziellen Bedingtheit und warum es eine spezielle Bedingtheit ist. Weil das, was uns als Ursache erscheint, in Wirklichkeit das Produkt ist. Das, was uns als ewig erscheint, in Wirklichkeit von vergänglichen Bedingungen abhängig ist. Und das ist die Essenz von diesem bedingten Entstehen, das ist die Essenz von dem, was der Buddha entdeckt hat, sein Blick, der weder in die Welt schaut, noch nach innen schaut, sondern die Verbindung von Ich und Welt, da das Problem von Dukkha sieht. So viel dazu, Eber. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Was für eine Farbe hat er erzählt? Weiß. Und natürlich auch der Name Windli, ne? Ja, das tat weh. Wir haben natürlich als Mönche auch ein bisschen die Strategie. Also was mich bewogen hat, Mönch zu werden, war unter anderem, dass ich meinen gesamten Besitz mit mir herumtragen kann. Also der Besitz als Last, wenn der reduziert wird, reduziert das natürlich auch das Leiden. Aber derjenige, der immer mein macht, der immer ich haben will, und das bin ich, der sowas hat, der kann sich auch in den Requisiten eines Mönchs ganz schön austoben. Gibt es auch noch gute Möglichkeiten, verschiedene Stilrichtungen, verschiedene Farben, das muss so sein und das muss so sein, oder auch mengenmäßig. Und dann haben wir natürlich auch keine Begrenzungen, Dinge zu besitzen. Also wir haben jetzt hier in unserer Ordensgemeinschaft für uns verbindlich bestimmte Regeln aufgestellt, gesagt, wir sehen das nicht als förderlich, diese oder jene Dinge zu besitzen und wollen das also auch nicht haben. Aber im Prinzip ist das Problem nicht in dem Besitz, sondern in demjenigen, der sagt, ich besitze das, also bin ich der Besitzer. Und bei materiellen Dingen ist das noch immer relativ einfach zu sehen und auch loszulassen. Wenn man die Anhaftung an das gesamte Erleben genauso leicht loslassen könnte, wie ich meine Jeans damals losgelassen habe, als ich Mönch geworden bin, dann wäre es wunderbar.
Aber es ist ein erster Schritt, mit diesen materiellen Dingen anzufangen und zu schauen, was passiert da mit mir. Also für mich war das schon irgendwie aufwühlend am Anfang, nicht mehr meine persönlichen Klamotten zu haben, meinen Stil. Ich bin einer, der schwarze Jeans trägt zum Beispiel und diese und jene Art von Hemden. Und das war plötzlich weg. Na klar, man fühlt sich, man muss sich dann nur die Welt umarrangieren. Man sucht sich dann halt einen anderen Flecken, eine andere Rolle. Ich bin jetzt einer, der solche Roben trägt. Aber mit solchen Roben ist die Ausdrucksmöglichkeit, dieses Spielchen, dieses eine Rolle finden Spielchen, schon wesentlich eingeschränkter. Also sind im Prinzip nur viereckige Stoffstimmen, ne? Alle mehr oder weniger braun. Also Menschen, die hier als Laiengäste ins Kloster kommen, haben in der Regel schon rein intuitiv so ein bisschen ein Gespür dafür. Also hier passiert es wirklich nur ganz selten, dass Leute extravagant aufgemacht reinkommen. Kommt manchmal vor, aber nicht sehr oft. Die meisten, die hierher kommen, kommen in dezenter, unaufdringlicher Kleidung. So einfach intuitiv, ne? Das passt zu einem Kloster, dass man eben sich da ein bisschen von diesem Aufstacheln, dieses Spielchen, ja, ich bin hier was Besonderes oder so, zurückzieht und dann. Und ist auch gut so, weil letztendlich soll das Kloster ein Ort sein, wo diesem Sog der Welt so ein bisschen Widerstand geleistet wird. Denn der Sog der Welt, der Sog dieses, wenn es mein ist, dann bedeutet es, dass ich der Besitzer bin, führt natürlich zum Konsumverhalten. Und diese drei Stufen von Begehren, die ich genannt habe, also einmal das Begehren nach Dasein, nach Erleben wollen und dann nach etwas Angenehmem erleben wollen, bis hin zum ganz groben Besitzen wollen, eventuell auch etwas, was ich mir nicht leisten kann, eventuell etwas, was mir gar nicht gehört, was jemandem anderen gehört. Und das ist genau dieser Sog, den die Welt da draußen eben propagiert. Werbung. Wenn du so ein toller Typ sein willst, wie auf diesem in dieser Anzeige, dann brauchst du das entsprechende Produkt dazu. Und das ist ein Grund, warum Menschen hierher kommen und mit Mönchen zusammen sein wollen, sei es für ein paar Stunden, sei es für ein paar Tage oder auch Leute, die dann eben sich entschließen, selber Mönche zu werden, ist eben dieser Anachronismus eigentlich, dieses Gegenbild, was wir hier zu unserem Lebensstil gemacht haben. Wir haben ja nicht jeden Tag Meditationskurse oder jeden Tag Vorträge oder sowas, sondern einfach, wir leben halt diesen Versuch der Abkehr von dem Vereinnahmen, zumindest erstmal auf materieller Ebene. Und dann die zweite Ebene ist von der Sinnenwelt, in der wir Meditation praktizieren und unsere Sinne nach innen richten. Ich glaube, das ist der. Also ich persönlich sehe das als die Hauptaufgabe oder die Hauptfunktion von einer Ordensgemeinschaft oder von Ordinierten hier im Westen. Und das, denke ich, wird auch so von vielen so verstanden. Wir sind keine Priester, wir sind keine Dharma-Professionals, wir sind keine Meditationslehrer in Rom. Es gibt gute Meditationslehrer, die keine Mönche sind. Aber dieses Mönchsleben, das rührt an was ganz Fundamentalen. Oder es bietet die Möglichkeit, wenn es richtig angefasst wird, an solchen Dingen zu rütteln. Natürlich, gerade auch in Asien, als Mönch kannst du auch voll Karriere machen. Kannst du echt reich werden, wenn es das denn sein soll. Aber uns im Westen, ja, es ist nicht so der Oberstatus, Mönch zu sein und in braunen Betttüchern durch Bayreuth zu laufen, ist noch nicht kultig genug. Also Leute, die das hier machen, haben sich in der Regel schon überlegt und haben auch gute Gründe dafür, die so ein bisschen in die Richtung gehen, wie ich sie genannt habe. Dieses Sonnenbrille mal kurz abnehmen und realisieren, dass man sie aufhat, vergleichbar mit dem Stromeintritt oder wie kann man das? Das hatte ich so im Sinn, ja. Und die sieben Bücher?
Über die Sonnenbrillen? Ab wieder mal. Okay. Dieses mit sich mit irgendwas identifizieren, oder das fällt dann immer dann auf, wenn es mal plötzlich weg ist. Ja klar, dann brauchen wir ein bisschen über eine Lücke wieder füllen. Das ist eben Dukkha, das ist genau das Leiden. Ja. Das ist mir so dieses Beispiel eingefallen, als ich 23 war und in Würzburg studiert habe. Wenn ich mit dem Auto nachts von der Disco heimgefahren bin, da wurde grundsätzlich angehalten. Und damals hat es noch genügt, als junges Ding, in den Augen zu klimmern, zu sagen, ja, Herr Wachtmeister, ich habe natürlich alles dabei im Kofferraum. Irgendwann habe ich bemerkt, okay, ich bin wohl nicht mehr dieses junge Ding. Das Augenklimmern reicht, aber ich muss den Kofferraum aufmachen und es beweisen. So. Das verging wieder so. Ich habe mich immer noch als ich gesehen, ja. Aber diese Blattfarbe, wie die sich ändert und was da alles wegfällt und wo es hinzukommt. Oder als ich letztens eine Knieverletzung hatte, war zum ersten Mal, dass ich nicht rennen konnte. Also ich habe mich also damit identifiziert, dass halt beweglich und es ist alles okay. So plötzlich dachte ich ans Alter und ja, einfach Wege, die einfach schwer begehbar waren für mich. Aber wie man so das für selbstverständlich hält, wie man jetzt gerade, wenn es dann wegfällt, macht es dann bewusst. Ich habe heute darüber nachgedacht, warum die Farben so unterschiedlich gewertet werden. Ich versuche jetzt ganz neutral zu sagen, ist gelb und braun und grün sind halt drei Farben. Aber trotzdem, dieses Blatt, so ganz unterschwellig, ist dann Horror dabei, ne? Das eigene Blatt, wenn man so aussieht. Ja, der Körper ist natürlich unser Hauptidentifikationsobjekt. Der trägt unsere Sinne. Deswegen ist diese Struktur der Vergänglichkeit, das eben anders werden, als wir es haben wollen, Teil von Vergänglichkeit ist, wird halt so deutlich durch diese Betrachtungen, diese täglichen Betrachtungen über Altern und Krankheit und Tod, die wir ja auch in der Morgenpuja, Abendpuja, die wir drin haben. Seite 16, die 5 täglichen Betrachtungen. Ja, wenn man die liest, sagt man, ja klar, weiß ich. Aber das zu Herzen nehmen, diese Verbindung herstellen zwischen nicht etwas, was in der Welt passiert, sondern in Beziehung zu mir passiert. Da kann eben das Verständnis reifen. Wenn es nah vor der Haustür passiert, was Vergänglichkeit wirklich, Veränderung wirklich bedeutet. Unbeständigkeit. Was Lernen über die Vergeblichkeit, sich mit dem Körper zu identifizieren und auch ein Stück weit zu lernen, welche Erleichterung damit verbunden ist, wenn diese Identifikation einmal nachlässt. Das kann man auch schrittchenweise. Also ich weiß noch, wie ich früher gelitten habe, wenn da irgendwie was mit dem Körper nicht so 100% in Ordnung war. Und jetzt, naja, ist halt so. Eher bereit, sich damit abzufinden. Das ist ja auch eine Ermutigung, dann in der Richtung weiterzugehen. Das ist ja Freiheit, das ist ja Unabhängigkeit. Wie auch immer die Bedingungen sind, wirft mich nicht mehr so aus der Bahn und stärkt das Vertrauen, dass eben die Lehre des Buddha stimmt, dass es dann tatsächlich auch irgendwann mal ein völliges Loslassen der Bedingungen gibt. Das ist das Herausschrauben. Das Anfangsvertrauen lesen, intellektuell ansprechend, oder irgendwas, eine Seite im Herzen beginnt zu schwingen und dann Teil des, ein bisschen den Weg praktizieren, ein klein bisschen Frucht sehen, ein klein bisschen nicht mehr so festhalten am Leiden und das Vertrauen auf höhere Ebene wird immer stärker. Ja, aber das Sache ist ja das nicht nur. Du bist gealtert und das ist im Auge hinnehmbar, weil nämlich heutzutage die Polizei auch die Polizistin hat. Ja, das heißt, im Außen verändert sich auch irgendwas und das zeigt halt auch, dass zum Beispiel dieses Wandern von den Gedanken, von Vergangenheit in die Zukunft verbunden ist mit Ergreifen. Man möchte
Man hat die Erfahrung gemacht, beim letzten Mal, wo die Polizei gekommen ist, hat mein Augenklimpern funktioniert. Dann provoziert man es in die Zukunft, hoffend, dass es nächstes Mal wieder so ist, wenn die Polizei kommt, dass mein Augenklimpern wieder reicht. Ne? Und da ist schon der Trugschluss, kann man denn den Trugschluss des Ergreifens erkennen, ne? Weil nämlich die äußeren Umstände sich auch ändern. Also auch eine Fähigkeit, die man hat, auf die man sich eigentlich verlassen will, ne, oder man hofft darauf zu lassen. Deswegen sage ich auch, würde ich mal sagen, dass der Moment oder das, dieses wandelnde Gedanke teilt den Moment in zwei Sachen, in Hoffnung und in Angst. Also Hoffnung ist es, man wünscht sich durch das, dass man denkt, dass dieses Denken eine Auswirkung auf den tatsächlichen Weg hat. Das ist die Hoffnung. Und die Angst ist die begründete Ahnung, dass es auch anders kommen könnte. Ja. Und das ist eigentlich da, auf der Ebene meine ich, dass halt einfach das Ergreifen auch stattfindet, dass man halt einfach den Gedanken, diese Hoffnung mit auf den Weg gibt, dass sie halt einfach die Welt so machen sollen, wie ich es gern hätte. Ne? Und wenn man dieses Muster dann des Ergreifens, denke ich, dass man daran arbeiten kann, dass wenn man das dann loslässt, dann einfach wirklich auch den Gedanken nicht mehr die Wichtigkeit gibt, diese Hoffnung wieder auf den Weg gibt, dann verhungern sie. Und dann findet auch das Ergreifen nicht mehr statt. Dann kommen zwar die Dinge auf einem zu, aber die werden sowieso so kommen. Ja, auch ohne, dass ich mich jetzt ständig mit diesem Konstrukt an Gedanken identifiziere. Man darf sich nur nichts vormachen, ne? Weil das Ergreifen, also so wie du es beschreibst, schafft natürlich ein Klima, in dem Verstehen stattfinden kann. Aber also Mara ist sehr trickreich. Also die Sonnenbrille ist wirklich allumfassend. Ne? In dem Moment, wo ich sage, das interessiert mich jetzt gar nicht mehr, bin ich einer, den das nicht mehr interessiert. Da habe ich mich mit dem Nicht-Interessiert-Sein identifiziert. Das ist ein anderes Ergreifen da. Aber natürlich hast du recht, also die groben Formen kann ich auf diese Art schon mal loslassen und dann überhaupt ein Klima schaffen, ein Umfeld schaffen, in dem eben weitere Praxis stattfinden kann. Denn das Gegenbeispiel, dass ich also versuche, einfach durch Vereinnahmung, durch Kaufen, durch Zudröhnen und so weiter dem Problem aus dem Weg zu gehen, geht natürlich genau in die andere Richtung. Das macht es immer schlimmer, ganz klar. Aran Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassam Supatipanno Bhagavato Savaka Sam